Gut, dann mal schauen, wo wir jetzt hier hinkommen. Wie es weitergeht. Eine U-Bahn. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich erinnere mich. Ich habe das für sie getan, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Jedenfalls sind wir jetzt hier in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr, das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns in die richtige Richtung weisen. Clementine. Ja. Okay. Mal schauen, ob wir die finden werden. Sonst gibt es hier irgendwie gerade nichts Spezielles. Zumindest nichts, das ich hier anschauen könnte. Gibt es denn hier drin was? Können wir auch nichts machen, okay. Nanu? Wer bist du denn? So viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests. Die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl, fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Gut, ich lese nicht so viele Bücher, daher kann ich da nicht mitreden. Aber ich glaube ihm das mal. Die alle das gleiche Bild haben, irgendwie schräg.
Okay, doch. Danke für die Hilfe. Du machst, kannst uns gar nicht helfen. Die Metro ist aufgrund der Pandemiebeschränkung geschlossen. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regeln kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Pandemie. Was für eine Pandemie? Ist damit gemeint, diese Zurks, die die ganze City eingenommen haben? Wahrscheinlich. Mit dem können wir schon mal nicht reden, schade. Was? Gesucht, Clementine, Unruhestifter. Außenwärter, rebellisch, bitte jegliche Sichtung melden. Weird. So wird Clementine gesucht. Ich hab dir schon 5-mal gesagt, Josh, dass du das nichts, dass du so nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hä, hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesem gesuchten Schild gezeigt wird, richtig? Du solltest jemand anderes fragen. Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Ah, okay, jetzt sind wir hier oben. Interessant. Der Zugang zur unteren Ebene ist aufgrund von organischen Lebensgefährlichkeiten eingeschränkt. Bitte aus diesem Bereich fernhalten. Die Zurks sind damit gemeint. Das wissen wir ja schon mal. Okay, ich komme gleich wieder. Bevor ich mit allen hier spreche, möchte ich mich etwas umschauen. Warum kann man nach hier hin? Why? Das ist irgendwie auffällig. Friedensstifter 22106. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Okay, das ist eine Art Polizist. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, der nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Ach du Scheiße! Ich dachte, wir wären ziemlich am Ende. Und plötzlich kommt hier noch eine ganze Stadt auf uns zu. Dann sprechen wir doch mal mit dem hier. Errungenschaft freigeschaltet, der beste Freund der Katze.
Bonobot, hörst du das da unten? Diese Ebbe, diese Flut. Die Stadt verfolgt mich, sie verspottet mich. Oh, Clementine. Ja, ich habe früher mit ihr rumgehangen, aber sie wollte weg. Sie war wie ein frischer Wind und dann spurlos verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Psst. Hörst du das? Diese Ebbe. Diese Flut. Was für eine Ebbe? Hier durch, bitte. Okay, da kann man rüber. Holy shit. Nee, da kann man von dort drüben nach hier drüben. Okay. Stadtzentrum. Ein Katzensprung, Errungenschaft freigeschaltet. Boah, wie das aussieht mit diesen Reklamen und Neonschilder. Holy shit. Ich kratze mich einfach hier durch die Gegend. Lade. Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen Arm und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet habe, werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Gute Frage. Wahrscheinlich schon, oder? Oh, hä? Was zeigst du mir denn da? Ein Haufen Leute, die ich nicht kenne. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich in dem riesigen Wohngebäude weiter oben in der Stadt wohnen. Mach damit, was du willst. Okay, danke sehr. Schätze ich mal. Ach ja, ich liebe es, Chaos zu stiften in dem Spiel. Hey, ich gehe jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay, Schatz. Sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich. Kleines, mir geht es gut. Okay, mach jetzt mal die Tür auf. Sieht nicht so aus. Residenz. Ladenstraße. Nekako. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er es jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf keinem Haufen Ersatzteile landen.
Okay, ein Tresor. Zwei, vier, fünf, acht. Edok. Code, rückwärts gesprochen. 2, 5, 4, 8. Ist doch richtig? 2. Shit, ich hab schon vergessen. Zwei, vier, fünf, acht. Sorry. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. Ah ne, 2, 4, 5, 8. 2, 4, 8, 5, 4, 2. Natürlich. Wenn es rückwärts ist, Abzeichen inspirieren. Neuen Gegenstand erhalten. Danke dafür. Weiß zwar nicht, was ich damit anfangen soll, aber besser, ich hab's als nicht. Kann man da irgendwo hin? Ich wüsste zumindest nicht wo.